Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es um unsere beste Freundin Aline Bachmann mal wieder. Und bevor ich hier mit dem Video anfange, wollte ich mal was sagen. Mich gucken immer noch über 50% ohne Abo. Ja, und viele gucken vielleicht schon das dritte, vierte Video. Wenn ihr Trash mögt und wirklich täglich Content wollt in die Richtung Aline Bachmann, der Wendler und viele andere Themen, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Das würde mich sehr motivieren und freuen. Wir sind jetzt auf dem Weg zu den 30.000 und ich habe hier noch einiges vor. Also wie gesagt, es kostet nichts und ihr habt hier täglich umsonst Content. Ja, also gebe ich euch jetzt mal die Zeit. Gut, fangen wir an. Genug Generve und wir fangen mit dem richtigen Thema an. Aline Bachmann ist ja mal wieder in aller Munde. Sie war ja in den letzten Wochen ein bisschen langweilig. Ja. Ich habe auch ein bisschen schon wieder das Drama vermisst, muss ich sagen. Ja, das ist irgendwie zu kurz gekommen für mich. Aber jetzt fängt es ja wieder bei TikTok an zu streamen. Ja, darüber werde ich auch nochmal sprechen. Aber heute geht es auch um ihren Mental Breakdown und um den vermeintlichen Film, der jetzt kommt. Ja, sie spricht jetzt in ganz großen Tönen von sich, beziehungsweise hat wohl riesige Pläne. Und das wollte ich euch jetzt hier nicht vorenthalten, was sie dort alles zu sagen hat. Und ich fand das auch mitunter unterhaltsam, aber auch witzig, aber auch teilweise hat man sich wieder an die Stirn gefasst und gedacht, Mensch, geht sie jetzt unter die Schauspieler? Also das haben wir doch jetzt irgendwie auch noch erwartet. Das hat ja noch gefehlt, oder? Also, aber seht erst mal selbst. Sich genannt und die haben alles von mir rausgefunden. Meine ganzen Daten von meinem Bruder, von meiner Familie, von meiner Mutter. Und die Hacker haben eine Organisation gegründet an Hatern, die mich hassen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, der hat wie eine Gruppe eröffnet, die alle gegen mich hetzen. Also wenn ich live komme, kommen die und schießen. Wenn ich Kooperation habe und poste, kommen die und schießen. Es ist die letzten Monate so viel passiert und mir tut es einfach so für meine Mutter leid. Weil meine Mutter hat das nicht verdient. Ich habe immer gesagt, die Leute, die sollen es an mir rauslassen, aber nicht an meiner Mutter. Die haben nächtelang bei meiner Mutter angerufen, Telefonterror gemacht. Die haben bei meinen Eltern Pizzas über Pizzas bestellt. Die haben auf meiner Mutter ihren Namen so viele Pakete bestellt. Ich wohne ja nicht mehr zu Hause, aber dieser Hacker hat in diese Aline Bachmann-Gruppe reingepostet. Meine Adresse, meine Eltern, ihre Adresse, einfach alles. Und das Schlimmste, was dieser Hacker gemacht hat, meine Mama geht's echt nicht gut. Und die hat immer gesagt, Aline, mach weiter, Aline, mach weiter. Wir lassen uns nicht unterkriegen, obwohl es ihr wirklich sehr, sehr schlecht geht. Meiner Mutter geht es wirklich sehr, sehr schlecht. Haben die meiner Mutter den Leichenwagen bestellt? Also, könnt ihr euch das vorstellen? Die haben gesagt, meine Mutter hat sich das Leben genommen. Die sind mit dem Leichenwagen gekommen, wisst ihr, wie ich meine? Und das sind alles so die letzten Monate gewesen. Und ich bin trotzdem stark gewesen und bin hier live gekommen auf TikTok, weil es mir ja gut tut. Ich bin hier gerne auf TikTok live. Wenn jetzt jemand kommentiert, Karma, ey, möchte doch irgendjemand Modi sein und die Leute hier rausschmeißen. Kann doch irgendjemand bitte eine TikTok-Kappe schicken. Karma-Fotze, ey, sorry. Ich mache jetzt hier ganz viele Modis rein. Abby, bitte haut mal alle raus. Elena Psycho, hier. Also, ne, es sind Dinge vorgefallen oder dieser Behindertenausweis. Ich hab euch gezeigt, meiner Mutter und mir wurden Behinderteausweise, also gefakte Behinderteausweise geschickt, ne, wo drauf stand, dieser Ausweis ist gültig bis zur Selbsttötung. Ne? Also dieser Hacker hat wirklich versucht, meine Psyche oder auch meine Mutter ist labil, das ist schwierig bei meiner Mutter, aber dieser Hacker, die letzten Monate, was passiert ist, ist alles bei der Kriminalpolizei, das ist alles bei der Polizei. Aber das alles, was die letzten Monate gewesen ist, Leute, ich hatte Angst um meine Pferde, wisst ihr, wie ich meine? Weil da auch Leute waren, die Pferde hassen, die gesagt haben, wir kommen nachts und bringen deine Pferde um. Und ihr kennt ja mein Bubi.
Wisst ihr, wie ich meine? Ich hatte so Angst um ihn, dass ihm irgendwas passiert, dass irgendjemand kommt, ihm Gift einfach hinschmeißt oder so. Mich kann keiner verletzen. Wisst ihr, wie ich meine? Mich kann keiner verletzen, weil ich mein ganzes Leben lang schon verletzt worden bin. Aber das muss einfach die letzten Monate, und ich bin jetzt ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich das darf, das alles, was passiert ist, die 6 Monate mit dem Hacker, es wird alles verfilmt. Ich hab bei dem TV-Format unterschrieben und ich werde alles öffentlich machen. Ich werde über alles reden. Und ich kriege dafür kein Geld. Ja? Es gibt einen Fernsehsender, der hat gesagt, wir werden alles dokumentieren und den Leuten zeigen, was da abging. Ich werde gegen alle YouTuber auspacken. Gegen alle YouTuber. Wir werden YouTuber konfrontieren, die so derartig meinen Ruf in den Dreck gezogen haben, die nicht mal handfeste Beweise haben für Dinge, die ich nicht gemacht habe. Wisst ihr, wie ich meine? Ich werde in dieser Sendung so offen, ihr werdet mich kennenlernen und die ganz alles, ihr werdet alles mitbekommen. Das Leicheninstitut oder wie man, der Bestatter, es werden alle reden, was hier abging. Lieferando, die werden reden. Es waren übelste Mengen von Essensbestellungen. Wisst ihr, wie ich meine? Es gibt genug Beweise, dass ich das alles die letzten Monate durchgemacht habe oder meine Eltern auch. Es war die letzten Monate so schlimm und ich frage mich einfach, wann es mal aufhört. Wann hört es einfach auf? Und ich habe immer wieder gesagt, lass doch bitte meine Mutter in Ruhe. Welcher Sender? Wartet ab. Ihr werdet noch früh genug erfahren, welcher Sender. Das Ganze wird verfilmt, was wir durchgemacht haben, was abging. Alle, mein Freundeskreis, Lieferando, das Bestattungsinstitut, die mit dem Leichenwagen zu meinen Eltern nach Hause gekommen sind und meine Mutter abholen wollten. Leute, das ist makaber. Das ist makaber. Da sie ja mal wieder auch darüber spricht, dass jetzt alle YouTuber vor ihr ja, in Zukunft zu zittern haben, werde ich natürlich auch einige Punkte hier nochmal mit reinnehmen. Zum einen sind deutliche Belege für unsere gesagten Dinge auch gesagt und aufgezeigt worden. Des Weiteren, das weiß ich auch selber, gab es sehr viele Aktionen, die sehr grenzwertig waren, um es mal freundlich auszudrücken. Und deswegen ist Kritik auch immer in Ordnung. Und ich denke, sämtliche YouTuber, die über sie berichtet haben, haben nie gewollt, dass jetzt irgendjemand eine Gruppe eröffnet und Dinge ihr nach Hause bestellt, beziehungsweise vielleicht sogar ihren Tieren irgendwas antut oder auch ihr selber oder der Familie schadet. Ja? Das war nie meine Intention und das war auch nie die Intention der Community, beziehungsweise generell der Leute hier auf YouTube. Ja? Es gibt immer Leute, die gehen über Grenzen, ja, die machen Dinge, die nicht in Ordnung sind und da gehört sie ja zum Teil auch zu. Ob das jetzt zu so einem TV-Format kommt, ich würde es auch sehr schade finden, wenn jetzt ein großer Sender sagen würde, ja, wir geben ihr die Reichweite und wir bauen daraus eine Story. Klar ist sie spannend, sie polarisiert, dennoch sollte man sich auch mit Aline Bachmann mal beschäftigen und vielleicht auch die Gegenseite dazu einladen. Ja, sollte RTL daran Interesse haben, dann schreibt mich an oder schreibt andere größere YouTuber an, die auch über sie berichtet haben. Denn ich finde das so ein bisschen einseitig und schwierig, wenn man den Leuten wie Aline Bachmann eine riesige Reichweite gibt, dort eine Situation aufzeigt, die sicherlich nicht toll war und dann sie in ein Licht rückt, was nicht dem ganzen Bild Aline Bachmann gerecht wird. Ja, also das muss man mal so deutlich sagen. Ja. Es gibt Momente von ihr, wo man definitiv sagen muss, okay, das geht mir auch zu weit, ja, wenn die eigene Familie von ihr Probleme bekommt, wenn Leute ihr vielleicht sogar irgendwie ja, Sachen nach Hause bestellen oder den Tieren oder ihr irgendwas angetan wird, ja, das ist alles too much. Auch irgendwelche privaten Bilder oder andere Dinge zu veröffentlichen, ist nicht in Ordnung, ja, das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen. Aber wenn es jetzt darum geht, Kritik zu äußern gegenüber Dingen, die sie getan hat, ja, ich sage nur das Thema Aicha, ich sage nur das Thema mit dem krebskranken Jungen, viele andere Aktionen, die in der Vergangenheit sehr grenzwertig waren, Äußerungen von ihrem Livestream, beziehungsweise auch generelle Dinge im Livestream mal aufzuzeigen, da würde ich das jetzt sehr schade finden, wenn es jetzt so ein einseitiges Bild
gezeichnet wird von ihr. Ja, ich würde es sehr traurig finden, wenn ich jetzt von irgendwelchen wütenden Leuten, je nachdem, wo das Format dann kommt, angeschrieben werde und sage, Mensch, du bist ja total schrecklich. Die arme Aline, ja, und die sich überhaupt nicht mit ihr beschäftigen und ihr dann folgen oder dann ein riesiger Promo-Gig draus wird. Also wie gesagt, man sollte sich mit ihr ein bisschen beschäftigen. Alleine wie das Ganze auch begonnen hat bei DSDS, was sie dort auch selber über sich erzählt hat. Ja, das sind alles Dinge, die sind ja nun mal eine Tatsache. Ich bin auch, ja, am Ende, ja, man weiß nicht, ob das jetzt dazu kommt oder nicht. Ja, also Like Us ist ja immer noch in den Sternen, wenn das jetzt mal, da fragen mich auch immer jeden Tag fast Leute dazu. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe mit der Produzentin geschrieben, die sagt, ja, das kommt. Ja, aber es ist jetzt schon ein halbes Jahr im Prinzip so, dass das kommen soll. Jetzt ist ja schon wieder Ende April. Also wenn man bald schon wieder Weihnachten, Leute, also geht euch die Zeit auch so ein bisschen zu schnell vorbei. Aber gut, kommen wir zurück zu Aline Bachmann. Bevor ich mich jetzt hier total verhaspel. Ich kann es verstehen, dass das bestimmt anstrengend ist. Ich kann sie auch hier und da verstehen, dass bestimmte Dinge too much waren. Ja? In welchem Umfang das Ganze war, weiß ich ja jetzt nicht mal. Was jetzt auch ein bisschen komisch wirkt, sie spricht da von 6 Monaten. Das waren auch jetzt keine 6 Monate. Fing ja schon im November an, ich weiß es nicht. Ging das jetzt schon so lange? Und dann müsste ja die ganze Zeit ein Kamerateam bei ihr gewesen sein. Weil eigentlich ist das doch jetzt vorbei. Also in der Gruppe wurde zum Beispiel jetzt nichts mehr gepostet. Ja? Wiederum hat sie ja auch Dinge, wie gesagt, brauchen wir jetzt nicht aufzählen. Ja? Also guckt euch meine Playlist durch über Aline Bachmann. Da sind genug Videos drin. Guckt euch andere YouTuber an. Es gibt diverse, die Videos zu ihr gemacht haben und zu diesem Thema, sorry, ja, und wo ich gesagt habe, also bei aller Liebe, wo kommen wir denn jetzt da noch hin, ja, also, ich weiß nicht, aber mich würde es nicht wundern, mir ist es im Endeffekt jetzt auch egal, ja, es gibt keine schlechte Werbung, das kennt sie ja auch, das hat sie ja auch von meinen Videos quasi übernommen und das ist für mich auch okay, ja, also, wie gesagt, ich berichte hier weiter und, wir werden sehen, wie das dann dort im Fernsehen dann vonstatten geht. Ich wage es auch zu bezweifeln, dass das ein Kanal macht, aber man weiß ja nicht. Sie ist ja durchaus interessant und man sieht ja auch bei YouTube, dass das hier gut läuft. Und von daher kann das natürlich auch sein, dass jetzt der nächste Schritt Richtung Fernsehkarriere schon mal inszeniert wird und die nächsten Trash-Formate vielleicht mit Aline Bachmann auch zu sehen werden sein können. Ja? Schlechtes Deutsch. Egal. Ich höre auf, bevor ich mich jetzt hier total verhasst bin. Wir sehen uns wieder morgen. Und ich kann euch versprechen, es wird wieder trashig und wir werden natürlich auch über die ganzen Dinge dann im Live-Talk sprechen. Schaut da auch gerne vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, ciao.